Hallo und herzlich willkommen zu Orthopädie in 60 Sekunden. Heute beschäftigen wir uns mit dem Hüftgelenk, um die Anatomie und Krankheitsbilder zu verstehen. Das Hüftgelenk ist eines der einfacheren Gelenke im menschlichen Körper. Es ist funktionell ein Kugelgelenk. Dieses Kugelgelenk besteht aus der ausgeschliffenen Halbkugel im Becken, dem sogenannten Acetabulum oder Gelenkspfanne und dem Gelenkskopf, welcher über dem Schenkelhals mit dem Oberschenkelknochen verbunden ist. Auf diesem knöchernen Modell nicht sichtbar ist die sogenannte Gelenkslippe, eine aus Faserknorpel bestehende Dichtung, die man sich vorstellen kann wie ein Gummiring bei einem Einwegglas. Schmerzen können sowohl durch knöcherne Strukturen als auch durch Weichteilstrukturen der Umgebung entstehen. Ursächlich sind Abnutzung, Deformitäten oder funktionelle Missverhältnisse. Funktionell für das Kugelgelenk wichtig sind die beiden Rollbügel. Es gibt einen kleinen Rollbügel unterhalb des Oberschenkelhals und den großen Rollbügel. Diese beiden Fortsätze sind wichtig für die Funktion, weil dort Muskelansätze bestehen. Hier sehen wir das Röntgenbild einer nahezu normalen Hüfte. Hier die Gelenkspfanne, hier ist der Gelenkspalt offen und hier sichtbar die Rollbügel als Muskelansätze.